Südklang steirische Harmonika. Mach deine Seele frei. Klimafix. Und jedes Wetter ist schön. Servus, meine liebe Südklang-Harmonika-Freunde, servus, liebe Freunde der Volksmusik, herzlich willkommen bei heutiger Sendung Renés Seine Volksmusikwelt. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für wunderschöne Musik und da habt ihr gesehen, eine tolle Stimmung beim Gasthaus Mittel in Ingolstadt. Wir sind jetzt schon sechste oder fünfte Woche, weiß ich jetzt nicht genau, quasi Gast beim Gasthaus Mittel. Wir haben diese Sendungen im Sommer gedreht und jetzt ist soweit, meine Lieben, dass wir euch diese Sendungen zur Verfügung stellen. Und heutiger Hauptgast von dieser Sendung ist der Michi Straschnik, habe ich richtig ausgesprochen, Straschnik. Und zwar, der hat einen Kärntner Familienname, weil sein Opa, der kommt aus Kärnten und er lebt in der Nähe von Ingolstadt, quasi in Bayern, und er würde dann später euch alles erzählen bei Interviews, wie er zum steirischen Harmonika gekommen ist, wie er zum Volksmusik gekommen ist. Und ja, aber da habt ihr gemerkt, ne? Die Stimmung ist gewaltig, ne? Die Stimmung ist top, ne? Das ist eine, wie gesagt, eine große Ehre, da zu sein bei Gasthaus Mittel. Da muss ich mal vorbeifahren, da muss ihr einfach probieren, genießen diese Zeit in Ingolstadt, dann erlebt ihr ein richtiges bayerisches Wirtshaus.
eine richtige bayerische Kulinarik. Und ich bedanke mich recht herzlich zum Ludwig Mittel Junior, dass uns euch ja, im Sommer zu ihm genommen hat, dass der so gastfreundlich gewesen ist. Und ja, was soll ich sagen, gewaltig. Aber wichtig ist, dass der heute der erste Name oder der erste Reihe der Musik hat. Und ja, ich würde jetzt weitergehen. Michi Straschischnik, erstes Lied habt ihr schon gehört. Mit ihm spielt der Sandy Batzek, der Weltmeister auf der steirischen Harmonika in E-Bass, und der Otto Kramer Gitarre. Es ist gewaltig, wenn die Musikkollegen sich so miteinander, würde ich sagen, ne? Nicht gegeneinander, miteinander unterstützen. Ja, meine Lieben, da gehen wir jetzt weiter mit dem zweiten Lied von Michi Straschischnik. Genießt er in seinem Kunstwerk, und nach dem Lied würde der Michi sowieso sagen, wie und was bei ihm das abläuft, wie er zum Steirischen und zu dieser Musik gekommen ist. Drei. Thank you.
bin ich bei Gasthaus Mittel, meine Lieben. Und der nächste Gast ist der Michi Straschischnik. Hab ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja. Wo kommt der Familienname her? Ja, der Familienname ist eigentlich von Österreich. Ja, da bei Griffen draußen. Aber geboren bin ich natürlich in Bayern. Ja, also. Was bist du dann? Ein bisschen Seele ist unten oder so? Weil das merkt man auch bei dem, wie du Harmonika spielst. Erstens schon, weil du nur eine Dreireige spielst, nicht Vierreige. Hast du kein Geld für Vierreige gekauft? Kann schon sein, ja. Na, ein bisschen Spaß. Michi, bist du ein Top-Musikant? Ich kenne dich schon lang und danke, dass du zum heutigen Sendung gekommen bist. Freilich ja. Durch Otto. Ja. Otto ist der Brückenbauer. Ja, er kriegt jetzt einen neuen quasi Beruf. Super, gewaltig. Dann machen wir ein neues Lied für ihn, was weißt du, Otto der Maurer gesellt zum Bauen, was weißt du, Brückenbauer. Ja. Michi, wie lange spielst du schon eigentlich die Harmonika? Ja, mit 6,5 habe ich angefangen, jetzt bin ich 31, das ist schon einige Zeit, also müsstet ihr jetzt ganz schnell ausrechnen, aber ich glaube, das kann man sich da denken. Ey, aber ganz ehrlich, wie kommt so ein Top-Musikant wie du bist mit so einem Spielort in Bayern durch? Ist noch Bedarf noch da, dass diese Musik haben wollen? Ist das, wie es früher war? Oder kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Weil du warst, wir bei Südklang schauen, dass diese Musik weiterlebt und so. Und wie siehst du die ganze Situation da in Bayern? Wie schaut es aus momentan, was um diese Volksmusik geht? Oder genau diese Musik, was du heute spielst? Franz Michalitsch Ensemble, Gruß an Weid zum Beispiel, ja. Haben wir gehört. Ja, wie sollte man sagen? Die Generationen wachsen weiter. Ja, man sollte die neue Musik halt eigentlich auch teils vielleicht ein bisschen mit einbinden, aber man darf das Alte nicht vergessen, weil die Kultur darf nicht aussterben. Und ich bin halt in der Hinsicht halt so, wir haben eine bayerische Kultur, aber man kann ja Musik spielen mit der Quetschen, was man will. Und ganz ehrlich, wenn es einem Freude macht, dann sollte man ja weitermachen. Ja, und dann sollte man es halt den Leuten auch zeigen, aber das ist halt in den Medien, ist es ganz anders und live ist live. Ja, ja. Deswegen spielen wir heute live. Ja, genau. Und wie ist das Gefühl, live vor Kamera spielen? Da muss er dich schon konzentrieren ein bisschen. Oder geht das automatisch schon bei dir? Ja, Konzentration ist die eine Sache, aber du sollst eigentlich du selbst bleiben in der Hinsicht. Ja, also einfach nur selber bleiben und ja, das Glücklichsein dabei. Und es ist halt, ja, also Nervosität sollte man eigentlich ganz abstellen, weil das bringt nichts. Eigentlich. Da sitzen jetzt vier Leute, wir haben alle Wurzeln im Süden. Ne? Ja. Du auf der Grenze, ich weiß, dass du sehr viele slowenische Texte kennst, du verstehst ja. Ziemlich viel Slowenisch ja. Oder fast alles? Fast alles, ja. Aber was ich jetzt fragen will, weil da sitzt auch der Sandi, der Weltmeister auf der Steirische, das bedeutet, er hat diese Musik, diese Art von Musik auch in Bayern in der Zukunft? Ja. Schon, also sollte sein. Es bringt halt einfach Leben rein. Na, weil du gerade gesagt hast, was du in Medien ist nicht mehr so Präsenz und so. Wie siehst du es, der Sandy, das die ganze Situation momentan? Es wird besser. Also die Jugend kommt langsam auf dieses Instrument zurück. Das ist sehr gut. Die Steirische kommt wieder. Bittest du auch Unterricht für Steirische? Teils, teils. Das muss halt zeitlich auch passen bei mir beruflich und ich schaue halt auch, dass ich musikalisch irgendwie weiterkomme und privat ist privat, aber das ist ganz selten nochmal der Fall, dass ich jemandem was zeige. Aber meine Lieben, wenn brauchst du ja einen quasi mindestens einen guten Tipp oder Rat, da ist der Michi eine richtige Adresse. Wo könnten wir die finden? Facebook sicher, ja. Instagram, TikTok. Ja, Instagram habe ich jetzt nicht. Ich bin eigentlich bei Facebook hängen geblieben, weil ich wollte es nicht so ganz präsent machen. Und Facebook ist eigentlich relativ ausreichend für Benachrichtigungen. Ja, ja. Also da brauche ich keinen anderen. Unten der Name, machst du Michi oder Michael? Was hast du da drin? Michael. Michael Straschischnik. Genau. Einfach dich finden und dir schreiben privat. Ja. Und da könnt ihr vorbeikommen. Ich muss die Werbung auch machen, weißt du? Oder so. Mindestens, gute Musik brauchen. Auf der Steirische, weil ich weiß, du spielst auch andere Sachen. Weißt du was? Du spielst mir jetzt vor, was hast du vorher gespielt? Meine Lieben, ich habe vorher gehört, wenn sich der Michael eingespielt hat, du hast etwas Modernes gespielt. Spiel mir ein bisschen was vor. Alles, was auf der Steirische geht, das muss ich anhören. Echt, das ist gemein. Da brauchst du jetzt zwar nicht mitspielen. Mach das wohl. Ja, ja. Yeah.
Jetzt habt ihr gehört, auch in diese Richtung geht quasi, da geht die Zukunft hin, quasi mit Steirisch, ein bisschen moderner auf Steirische spielen. Ja, ja. Sollte eigentlich ein bisschen in die Richtung einschlagen, dass das Ganze nicht einschläft, dass das auch auf dem Instrument möglich ist. Und habt ihr gesehen, ihr seid auch bei Dreireige nicht beschränkt. Ihr braucht nicht unbedingt Vierreige haben, es geht mit Dreireige auch durch. Ja, klar. Habt ihr gehört? Zu dir kommen wir noch ein bisschen. Jetzt gehe ich zum Otto, weil Otto hat es, wie gesagt, diesen Brücken aufgebaut. Wo hast du denn mich entdeckt? Weil ich schon vorher gefragt habe für Josef und so, muss ich jetzt auch fragen, wo bist du mit dem zusammengekommen? Weil ich weiß, er ist ziemlich weit weg daheim, der ist nicht da in der Nähe. Der ist in der Dachauer Gegend daheim. Und wir haben vor Jahren da mal ein Starkbierfest gespielt bei Mittel, wo wir heute sind. Und da ist also ein sympathischer junger Mann reingekommen und wir spielen da. Und der Formel Siege wie der Sandy und die spielen, da tragt er einen Harmonika-Koffer rein. Und der Sandy sagt dann, du, der möchte ein bisschen mitspielen, ist das okay? Ich sage, für alle, oder was? Und dann nimmt er seine steirische Stölze, nimmt einen Sandy hin und spielt mit wie ein Herrgott. Sie haben gedacht, das gibt es ja nicht, wo haben sie denn den ausgeräumt? Und daher kennen wir uns. Und dann, der Kontakt ist geblieben, natürlich naheliegend, dass man da halt einladen, weil er ja wirklich saugut spielt. Und die eine oder andere Anfrage, für, wo der Sandy nicht Zeit hat oder so, dass der Michi mit mir dann was macht oder mir aushilft, das hat es auch schon gegeben und da bin ich dann auch froh, wenn es einmal nicht geht und ich kann einen Termin dann doch annehmen, wo er dann mitspielt. Und ja, so sind wir jetzt angekommen eigentlich. Ja. Na, gewaltig. Ich danke, dass du den Michi gebraucht hast, weil die Aufnahmen sind Gold wert und danke, dass ihr zwar mit Sandy auch mitspielst, aber ich gehe ein bisschen zu Michi. Ja, mit Michi, freilich mit zusammenspielt mit Michi, weil in Trio live so klingt ganz anders, ist eh klar. Ja, ja. Aber ich weiß, du hast noch eine zweite Kapelle, du spielst noch bei einer Gruppe, stimmt? Ja, genau. Und ich habe etwas mitbekommen, ihr wart vor kurzem in Rom. Ja. Bei Pabst. Genau. Kannst du mir zuerst sagen, welche Kapelle ist das? Und zweitens, wie ist das quasi, wie ist das ins Leben gekommen, dass ihr zum Pabst gekommen seid? Also, wir sind zum Pabst gekommen, eigentlich rein dessen, weil von unserer Musikkapelle, das sind halt Bekanntschaften gewesen, die das Ganze möglich gemacht haben und auch die ganze Reise. Und mehr kann ich eigentlich nicht mehr genau dazu sagen, weil es war halt einfach eine Riesenorganisation. Und ich sag's einmal so, es war sehr aufregend und es war auch sehr schön. Also wirklich beim Papst einmal zum Spielen, live und eigentlich als größere Kapelle und nicht als Trio, wo man dann quasi unterkommt, als kleines Trio, aber mehr. Ich habe Fotos gesehen auf Facebook, hast du geteilt. Wie ist er als Mensch, ist ganz normaler Mensch wahrscheinlich, wenn du mit ihm so zusammen gewesen bist. Mit dem Papst meinst du? Ja. Ja, also wie sollte man sagen, man sollte sich seine eigene Meinung machen, wenn man den mal live sieht. Und das ist eigentlich, wenn man es live sieht, dann sieht man eigentlich einen ganz anderen Menschen drin. Und das gehört auch zu unserer Kultur. Auch das, die Glaube, Musik, was Gutes zum Essen und ein gutes Wein oder Bier in Bayern. Ist das so? Ja, ja. Michael, ich bedanke mich für deinen Besuch. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Danke für deine Musik. Mach so weiter, echt, weil es gewaltig. Da frage ich mich, wenn ich dich höre, wie du spielst, dass du nicht noch mehr bekannt bist. Weißt du? Ja. Aber es ist ja immer so, weißt du. Aber wir haben früher immer gesagt, dass die Sandy, du musst mir helfen. Der Bullshit war so meicht nicht Flaschka. Wie sagt man das auf Deutsch?
die besten Sachen sind in kleinen Flaschen versteckt. Genau. Ja, wenn wir schon bei Flaschen sind, kennst du den Unterschied zwischen Jägermeister und Bürgermeister? Nicht ganz, was du meinst. Ganz einfach, die Jägermeister sind kleine Flaschen. Ach so. Ja, ein bisschen Spaß muss das sein. Eine werden wir jetzt noch hören, und zwar Gida de Volje, oder zwar das war Namedved auf Slowenisch. Wie ist das auf Deutsch? Weißt du, Sandi? Von Franz Michelisch. Oder was war das auf Deutsch? Wissen wir nicht. Auf alle Fälle, das letzte Lied, was wir gespielt haben. Achso, das war auf dem Dorffest. Auf dem Dorffest heißt das Lied. Das sollt ihr genießen, meine Lieben. Bei Mittel ist noch immer lustig. Michi Straschischnik, habe ich richtig gesagt? Genau. Und sein Trio mit Sandi und Otto. Los geht's!
Ja, Michi Straschischnik war das. Ja, tolle Stimmung bei Gashausmittel, mehr kann ich nicht sagen. Ja, da neben mir sitzt meine Tochter Aida. Wir machen gerade jetzt diese Sendung. Und ja, was ich noch sagen will, der Michi hat eh alles gesagt. Es ist eine gewaltige Zeit gewesen. Und ihr habt es eh mitbekommen, der Michi spielt auch andere Musik. Und jetzt haben wir ganz am Schluss ein Lied vorbereitet, wo ein bisschen moderner auf steirischer Harmonika gespielt wird von seiner Seite. Auf alle Fälle, meine Lieben, vergisst ihr nicht, René macht die Seele frei. Und bleibt uns treu. Nächste Woche haben wir noch eine Sendung von Gasthaus Mittel und dann ist langsam vorbei und dann kommen die neuen Sendungen. Ich freue mich schon riesig. Liebe Grüße, alles Gute und jetzt kommt noch ein Lied von Michi Straschischnik und ja, bis zum nächsten Woche. Tschüss, für die Papa und gute Nacht. Südklang TV. Aus Liebe zur Volksmusik. Südklang steirische Harmonika. Mach deine Seele frei.